Vilmar blüht auf. Das war das Motto des Abends, zu dem der Arbeitskreis Natur und Umwelt der Gemeinde Vilmar geladen hatte. Bürgermeister Matthias Rupröder freute sich über den großen Zulauf, haben doch immerhin 80 Zuhörer den kleinen Saal der König-Konrad-Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich habe ehrlicherweise geglaubt, es kommen nicht so viele. Umso schöner, dass doch so viele sind, weil das Thema ist doch in aller Munde mittlerweile. Gerade wenn man Szenarien hört, mit Insektensterben, gerade Bienensterben, ist es schön, wenn wir dann in dem Zuge im bescheidenen Mitteln, sage ich jetzt mal, auf kleinen Fläche zumindest, was dafür tun können, dass wir das Sterben zumindest mal abmildern für den Anfang. Naturgartenplanerin Susanne Piwecki aus Oberzeuzheim referierte über die Möglichkeiten, Gärten wieder naturnah zu gestalten. In erster Linie geht es dabei darum, die Vielfalt von Insekten und Kleinstlebewesen zu fördern. Biodiversität bedeutet einfach Artenvielfalt. Und wir müssen von diesen genormten Pflegeintervallen weg, sowohl im öffentlichen Grün als auch im Privatgarten. Wir müssen wieder mehr Unordnung zulassen. Unordnung nicht im Sinn von Krusel, ne? Sondern Unordnung wirklich im Sinn von blühenden Blumen, dass da auch mal mehr was wachsen darf wieder. Ne? Wir sind diese überpflegten Gärten und dieses überpflegte öffentliche Grün sind wir gewohnt. Und da müssen wir weg, wenn wir Artenvielfalt haben möchten. Da müssen wir weg, wir kommen nicht drum. Dabei bedeutet ein naturnaher Ziergarten im Endeffekt sogar deutlich weniger Arbeit für die Pflege aufzubringen. Es müssen erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, damit diese Blumen überhaupt wieder wachsen können. Die Voraussetzungen müssen geschaffen werden, das heißt, dieses Initiale ist erstmal mehr Arbeit. Wenn man von den Gemeinden spricht, auch erstmal mehr Kosten. Klar, ja, auch im Privatgarten, weil ich muss den Boden gegebenenfalls verändern. Ja. Und dann kann ich aber hergehen und kann dann sukzessive weniger pflegen. Ja, also bei Gemeinden ist das Einsparpotenzial exorbitant hoch. Und im Garten, im Naturgarten, sagt man ja auch pro Jahr 10 Minuten pro Quadratmeter. Und es lassen sich problemlos die herkömmlichen Ziergärten mit den naturnahen Gärten kombinieren. Ich habe auch Gärten, wo die Kunden sagen, ich möchte plötzlich wirklich aus einem ganz gepflegten, konventionellen Garten einen Naturgarten machen. Das habe ich auch. Aber der Großteil der Gärten ist einfach ein Nachjustieren. Ja, ich nenne es immer so Lachs, ein Aufpimpen, ne, würde man heute modern sagen. Ja, wenn das Staudenbeet sowieso in die Jahre gekommen ist, dass man dann sagt, okay, dann setzen wir jetzt neue Stauden, aber dann setzen wir eben Wildstauden rein. Schöne Wildstauden, die von Frühjahr ganz früh bis in den Herbst blühen. Ja, und dann einfach wieder diesen Nektar und dieses Pollenangebot für die Insekten bereitzustellen. Tief in die Tasche greifen muss der Gartenliebhaber für das Saatgut nicht. Bei diesen Saatguten ist es so, dass zwischen 1 und 2 Gramm, also da kostet mich der Quadratmeter 40, 50, 60 Cent je nach Saatgut. Das ist das Saatgut. Was so unter Umständen ein bisschen aufwendiger ist, ist natürlich die Vorbereitung, wenn ich da Sand einarbeiten muss. Ja, der Sand kostet ja auch nichts, aber die Arbeitszeit. Ja. Also das sind einfach so Sachen, die muss ich berücksichtigen. Bei den Stauden ist es so, also wenn ich jetzt ein Staudenbeet anlege, dann setze ich ja sehr eng. Das heißt, ich setze zwischen 5 und 7 Stück den Quadratmeter. Damit es schnell eng ist, damit eben keine Unkräuter mehr hochkommen. Dann habe ich am Anfang erstmal mehr Kosten, weil es kostet schon einiges. Man sagt so zwischen 15 und 20 Euro der Quadratmeter kostet so ein Beet anzulegen. In den naturnahen Ziergärten sollte darauf geachtet werden, dass Pflanzen oder Saatgut aus der heimischen Region verwendet werden. Denn auch die Kleinstlebewesen und Insekten handeln frei nach dem Motto, was der Bur nicht kennt, dat fritt er nicht. Ja, also bei Saatgut ist das möglich. Ja, es gibt dieses autochtone, dieses gebietsheimische Saatgut, das kann man bestellen bei spezialisierten Zulieferern. Bei den Stauden an sich, also bei den Pflanzen in Töpfchen, ist es schwierig. Wo man natürlich auf jeden Fall darauf achten sollte, ist, dass man immer Biolandpflanzen kauft, also biozertifizierte Pflanzen. Wenn Sie bei Rieger Hoffmann unter Ihrer Postleitzahl ein Saatgut bestellen, bekommen Sie das Saatgut, was für Ihre Region gebietsheimisch ist. Ist der Naturgarten einmal angelegt, lässt sich weiter Geld sparen, denn die Pflanzen brauchen keinen Dünger und auch kaum zusätzliche Wassergaben. Also ein Großteil unserer einheimischen Pflanzen braucht nährstoffarme Böden. Ja, eben nicht diese fetten, nährstoffreichen Böden. Und wir haben ja sowieso diesen Stickstoffeintrag in der Luft. Ne? Also wir müssen selbst noch nicht mal düngen, das kommt einfach von oben rein. Jeder Gartenbesitzer kann mit einem naturnahen Ziergarten selbst für einen Zuwachs der Biodiversität beitragen.
Aber auch die Landwirte und vor allem auch die Kommunen haben hier noch enormen Nachholbedarf. Die Politik muss natürlich die Rahmenbedingungen stellen, das ist richtig. Aber die Politik richtet sich letztendlich nach dem Bürger. Ja, und es muss einfach, das gibt eine ganze Bewegung und diese Bewegung ist im Gange. Ja, da tut sich viel. Ja, und ich kann ein gutes Beispiel sein. Und ich meine, ich bin jetzt auch nur eine Person. Aber hier saßen schon wieder, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Leute. Ja, und wenn von den 80 nur 10 was ummodeln, dann habe ich mit einer Person bei 8 Menschen was in die Wege geleitet. Ja, und da kann die Tiere können sich wieder breit machen. Und so, wir brauchen kleine, viele Biotope. Und die Gemeinden sind natürlich aufgerufen und die Gemeinden tun auch was, sie fangen an. Ja. Aber da muss der Bürger auch, ne, fordern. Und wichtig ist, dass man kennt, was man schützt. Ja, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht schützen. Ja. Es muss Aufklärungsarbeit gemacht werden, es müssen Leute da sein, die das erklären. Das muss einfach in die breite Masse. Das sind nicht mehr wie früher so ein paar Ökos, ne, die dann halt irgendwelche Wildpflanzen irgendwo in die Ecken pflanzen, sondern das ist in der Zwischenzeit im Mainstream angekommen und da muss es hin, ja, und damit sich was bewegt. 80 Naturgartenliebhaber sind nun bestens geschult und mit ein wenig Geduld und Spucke wird Vilma in Bälde kräftig aufblühen. Den Schalter im Kopf umlegen und einatmen, ausatmen und heitere Gelassenheit zeigen.